Der vielleicht faszinierendste Ort im gesamten Harry Potter Universum ist die Winkelgasse. Und ich werde noch ein bisschen genauer. Der spannendste Laden in der ganzen Winkelgasse ist auf jeden Fall Ollivanders Zauberstabladen. Das ist so eine seltsame Mischung aus Schuhladen und verwinkelten Baumarkt. Und der Laden hat eine ganz spannende Atmosphäre. Das liegt einmal an dem Ollivander selbst. Der ist so ein bisschen faszinierend, mysteriös, aber auch ein bisschen gruselig. Aber es liegt auch vor allem an den ganzen Zauberstäben. Und genau diese Atmosphäre möchte man noch als geneigter Potterhead in den eigenen vier Wänden haben, oder? Ja, das ist natürlich das Problem, dass man erstmal an die ganzen Zauberstäbe rankommen muss. Aber verzagt nicht, denn Elbenwald macht's möglich. Wir verlosen einmal alle Zauberstäbe der Charakteredition. Lasst euch das auf der Zunge zergehen, alle Zauberstäbe. Das ist nicht ein Zauberstab, nicht zwei Zauberstäbe. Nein, auch nicht drei Zauberstäbe. Nicht mal vier Zauberstäbe. Auch nicht fünf Zauberstäbe. Oder sechs Zauberstäbe. Oder sieben Zauberstäbe. Oder acht Zauberstäbe. Da habt ihr also die ganzen Hauptfiguren, Harry, Ron, Hermine, Dumbledore oder auch Voldemort. Und, das ist nicht bloß gemeint, die ganzen weniger wichtigen Figuren. Also aber Neville oder Scrimgeour oder Tonks oder Remus Lupin oder Sirius Black. Sind alle mit dabei. Und jetzt nochmal für die Mathematiker unter euch. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das 59 Zauberstäbe im Gesamtwert von über 2000 Euro. Also, ich würde sagen, mitmachen lohnt sich. Was müsst ihr machen, wenn ihr diese Zauberstäbe gewinnen wollt? Ihr klickt euch auf unsere Gewinnspielseite, den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung hier unten. Und dann müsst ihr noch eine relativ schwierige Frage diesmal beantworten. Ich meine, es ist ja auch nichts, so viele Zauberstäbe zu gewinnen. Viel Erfolg allen Teilnehmern!